Ja, liebe Freunde der seichten Unterhaltung, es geht weiter mit einem weiteren Let's Play des Ravenite. Und zwar mit einem Spiel von Ultra Games, ich meine allerdings auch von Konami. Teenage Mutant Ninja Turtles Fall of the Foot Clan aus dem Jahre 1990 für den Game Boy damals erschienen. Eines meiner ersten Game Boy Spiele, muss ich sagen. Und ich werde jetzt erstmal die Steuerung ändern. Ich werde nämlich mit A springen und mit B angreifen wollen. Mein erstes Game Boy Let's Play. Mal schauen, ich hoffe, dass ich möglichst weit komme. Es kann sein, dass es durchaus ein paar Tonverzögerungen gibt oder so einen komischen Ton zwischendurch. Das bitte ich zu verzeihen. Ich versuche das Spiel möglichst weit in einem Rutsch durchzuspielen und werde mit Stage 1 beginnen und auch als Leonardo. Ja, das Spiel weckt Erinnerungen, Leute. Ihr wisst gar nicht, was das wieder bei mir bewirkt. So, und wir gehen sofort hier los. Hauen alles kurz und klein, was wir hier haben. So, alle Fußsoldaten kriegen auf die Nase. Und die kleinen Viecher da. Ich weiß zwar nicht, was sie darstellen sollen. Auf jeden Fall sind sie uns nicht gerade freundlich gesinnt. So, und wir machen die Gegner alle platt hier. So, anders cremig. Oh, jawohl, wunderbar. So, einen Testrun habe ich nämlich schon gemacht. Und da habe ich festgestellt, dass der Ton sich manchmal verstellt. Keine Ahnung warum, Leute. Fragt mich nicht. Und, wieder so ein dummer Treffer. Den habe ich gerade auch kassiert. Und hier ist ein Bonuslevel versteckt, schon am Anfang. Schauen wir doch mal, was uns dort erwartet. Splinter erkündigt uns an. 10 Chancen, um die Geheimnummer zu finden. Okay. Dann wollen wir doch mal 910 machen. Oh, die ist größer. Die Zahl ist größer als 910. Oh, sogar noch größer. Okay. 986 ist es auch nicht. Es ist die 999. Größer? Wie geht das denn bitte? Ja, wenn ich jetzt wüsste, was er meint. Also. Ich glaube, der schätzt sich da immer irgendwelche Zahlen zusammen. Keine Ahnung, was er da von uns will. Naja, egal. Er hat immer größer, obwohl es gar nicht größer gehen kann, das 999. Naja, egal. Stört uns nicht. Ah ja. Bam, bam. Und ja, wunderbar ausgewichen, bevor diese komischen Viecher kommen. Ninja-Sterne können wir werfen, indem wir uns ducken und die Angriffstaste drücken. Davon haben wir auch unendlich von. Das ist kein Problem. Und wir machen uns weiter hier auf Fußsoldatenjagd. Was ist da los? Und Pizza natürlich. Wie sollte es anders sein? Pizza peppelt uns auf. So, man muss immer möglichst schnell angreifen, bevor einen die Fußsoldaten erwischen. Vor allem, wenn dieser komische schrille Sound kommt, den man manchmal hört. Da kommt dann immer der Angriff von denen kurz danach. Und da muss man dann immer aufpassen. Wow, 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 wow. Jawohl, wir kriegen das alles hin. Ich erinnere mich noch an früher, Leute. Früher habe ich dieses Spiel gespielt bis zum Erbrechen. Da habe ich wirklich dran gesessen, so lange, bis ich die ersten drei Stages am Stück geschafft habe, ohne getroffen zu werden. Ich weiß nicht mehr, wo alle Gegner kommen. Das habe ich alles nicht mehr im Kopf. Allerdings weiß ich noch in etwa, wie die Struktur der Levels aussieht und worauf ich achten muss. Wow, aber zum Beispiel auf diese Riesenmurmel. Weil die zieht mehr als einen Treffer ab. Und ich weiß auch noch im ersten Level zumindest, wo manche Sachen versteckt sind. Wie zum Beispiel hier. Gehe ich hier hin, finde ich nochmal ein geheimes Level. Tja, Leute. Ja, ein Power-Up bekommen wir, wenn wir nur noch einen Ninja-Stern übrig lassen. Das ist ein lustiges Spiel. Krang gegen einen Turtle. Ich weiß jetzt nicht, welcher es ist. So, wir sind dran. Und werden drei uns wegnehmen. Er nimmt einen weg, ich nehme auch einen weg. Ich nehme auch einen weg. Jetzt nimmt er weg. Und ich habe gewonnen. Seht ihr, so hat Krang verloren, weil ein Stern stehen geblieben. Und wir bekommen jetzt, glaube ich, Punkte. Oder noch nicht mal mehr. Es war einfach nur ein Spaßspiel. Naja, egal. Man muss eben halt immer gucken, wenn man einen Stern aus der Reihe rausnimmt, dann kann er den anderen nicht mehr nehmen. Und habt ihr diesen Doppelkill gesehen? Ich auch. Das war damals etwas, was mir damals sehr auf den Arsch gerettet hat. Dass man ganz schnell sich drehen konnte. Und den anderen Gegner noch verletzen konnte. Und wir sind im nächsten Part des Level 1 angelangt. Es geht ja hier wie das Brezelbacken, Leute. Geht ja total schnell! Und ich bin noch soeben über dieses Motorrad drüber gesprungen. Damals als Kind, ich erinnere mich noch sehr gut daran, habe ich gedacht, man kann dem nicht ausweichen. Wow! Und man kann dem ausweichen, sieht man ja, indem man ganz clever drüber springt. Oh mein Gott, Leute. So sahen die Spiele damals aus und sie haben damals genauso viel Spaß gemacht wie die ganzen Grafikwunder von heute. Wow! Das wünscht man sich ja in manchen Spielen zurück. So viel Spaß wie früher. Das gibt's aber selten. Wow! Clever ausweichen und wieder töten. Ja, manchmal kommen diese komischen Untertassen auch von unten, von der niederen Ebene.
Wow, clever ausweichen. Herrlich. Klappt alles, wenn man will. So, ich glaube, ein Gegner hinterlässt doch gleich eine Pizza. Hast du das? Na komm, komm, komm in meine Klinge. Nein, du bist es nicht. Bist du's? Bist du's? Nein, bist du's? Komm in meine Klinge, komm in meine Klinge, komm. Nee, auch nicht. Bist du's? Bist du's? Wer von euch hinterlässt eine Pizza? Komm zu Papa. Ah ja. Sag ich doch, irgendwer hinterlässt noch eine Pizza für mich. Wow, und der war doch noch so eben geschafft. Wow. Natürlich clever auch mit Sprungkicks töten. Alles machen. In diesem Abteil des Levels, sag ich mal, habe ich sehr oft Punkte verloren, weil ich sehr dumm gehandelt habe. Muss ich ganz ehrlich sagen. Sehr, sehr dumm sogar. Weil da kommt manchmal was von oben runter. Und das habe ich nie kommen sehen. Und dann hat das ganz schön Aua gemacht. So. Man sieht es manchmal im Ansatz. Aber nur manchmal, Leute. Nicht immer. So, und den Weg hier nach unten belasse ich mir offen. Weil hier unten ist auch wieder was. Ja, ihr hört richtig. Wieder ein Geheimlevel. Und dieses Rätsel ist total einfach. Oder dieses Quizspiel. Ha, was heißt einfach? Es ist eine Art Zielscheibenspiel. Kennt man dieses Skischießen auch von den Olympischen Spielen heutzutage in den ganzen Spielen. Da geht man hin und sieht immer gleich irgendwelche Ziele. So wie hier. Hup, hup, hup. Und dann immer abschießen. Und man muss auch immer nur treffen. Mehr ist das nicht. Ui. Boah, das war knapp, Leute. Ein Fehlschuss. Allerdings hat man unendlich Schuss. Und das waren damals die Minigames. Ja, für den Ton kann ich leider nichts. Der sich manchmal verstellt. Leute, tut mir leid. Für den kann ich nichts. 3860 Punkte bis jetzt zusammengekommen. Wow. Oh. Toll, dieses blöd. No, jetzt ist die Pizza da unten. Naja, egal. Die hätte ich gebrauchen können. Diese Steine, meine ich. Die haben mir damals das Leben zur Hölle gemacht, Leute. Ich habe sie nie kommen sehen. Und war dann immer der Gelackmeierte, der sie abgekriegt hat. Könnt ihr euch ja denken, so wie hier jetzt auch wieder. Aber immerhin kriegt man 50 Punkte dafür, wenn man die kaputt macht, Leute. So, drei Gegner auf einmal kaputt gehauen. Kommt auch nicht oft vor. Oh, boah, das war jetzt wieder ein ganz cleverer Anfang von mir. Ich glaube aber, ich kriege noch irgendwo eine Pizza, kriege ich noch. Ich meine doch. So. Klappt doch alles, wenn man will. Aber nur, wenn man vernünftig will. Und er springt mir entgegen. Herrlich. So gefällt mir das. Wenn Gegner mir entgegenspringen und mir sagen, komm, nimm mich, um deine Lebensenergie aufzuladen. So muss das sein. So, klappt doch alles, wenn man will. Ah, Pizza, seht ihr? Ich sagte, ich krieg doch nochmal ein Stück Pizza hier. So, oh, da ist noch einer. Den hätte ich fast vergessen. Weg ist frei und auf geht's. Erster Boss. Wow. Rocksteady. Eigentlich sehr einfach. Weicht aus, macht einen Sprungkick. Und ihr besiegt ihn mit 4 Treffern, wenn man es clever anstellt. So wie jetzt. Ja, wunderbar. Oh, Leute, das sind Erinnerungen, die hier wach werden. Das glaubt ihr gar nicht. Eine kurze Unterbrechung. Ja, liebe Freunde der Sechnunterhaltung, die kurze Unterbrechung war ein bisschen unschön. Dadurch, dass eben mal die Unterbrechung kam, hatte ich nicht die Möglichkeit, den Zwischenscreen zu zeigen. Man hat ihn ansatzweise gesehen, da war Donatello zu sehen und er sagte nur, der Gegner ist in der Nähe und April schreit. Wir sind jetzt in der nächsten Stage. Ich habe wirklich nicht viel weiter gespielt. Man sieht es ja an dem Game Stand und ich habe wieder Leonardo gewählt als Beweis, dass es ganz normal weitergeht. So, ich hoffe, dass ich das dann das nächste Mal ohne Probleme überbrücken kann. Weil das Gameboy-Emulieren ist doch nicht allzu unproblematisch. Ach du meine Güte, Leute. Erinnert mich nicht an diese Blöcke. Da kommt später noch eine ganz unschöne Stelle, glaube ich. An der ich noch oft genug schreien werde. Oh ja. So. Jetzt ganz schnell darunter her. Ducken. Mann. Also der Analogstick dreht sich nicht so schnell, wie ich möchte. Ja, die Gegner kann man ja so kaputt machen. Boah, Leute, das war knapp. Oh, Mann. So. Fum, fum. Schön kaputt machen hier. Fifa, fum. Ich haue alle Gegner krumm. So, alles bestens. Oh. Pizza nehme ich immer mit. Hui. Gut ausgewichen. Herrlich, herrlich, herrlich. So. Hep, hep. Alles klar. Wunderbar. Yay, yay. Und da kommt auch wieder so ein Block runter. Ihr seht schon. Und es ist kein Webblocker. Es ist ein einfacher Block. Autsch. Wieder getroffen worden. Also diese Stage kenne ich nicht mehr so gut. Oh, ich kenne nur diese Murmeln.
Mulmeln! Du hast keine Mulmeln! Aus welchem Film ist das? Ja? Wenn das einer weiß, und das Video schreiben. Wow! Du hast keine Mulmeln! So. Alles klar, Leute. Pizza. Die komischen Picknickkörbe mit Propeller angegriffen und kaputt gemacht. So. Hui! So. Oh Mann, Leute, das sind Erinnerungen hier. Oh, Treppenstein. Auf Turtle-Art und Weise natürlich mit Sprung. So, die Stelle haben wir auch geschafft. Oh, jetzt geht's noch weiter nach oben. Und da kommt schon wieder eine Mulmel. Wir haben keine Mulmel. Wow. Immer drüber. So, klack. Schafft er das? Natürlich. Natürlich war das klar, dass da wieder was war. Die Geheimstages hier, glaube ich, kann ich nicht mehr entdecken, weil ich mich nicht mehr dran erinnere. So, herrlich, herrlich, herrlich. Aber irgendwie gibt es hier keine Schluchten. Aber hier ist bestimmt eine. Deswegen erstmal schön rüberspringen. Oh Mann, Leute. Seht ihr das? Flammen. Flammen. Jawohl, Leute. So muss das immer sein. Immer treffen hier. Immer treffen. Riesenpizza! Manu. Das kommt manchmal vor. Oh, ganze Pizza. Ja, ganze Pizza. Immer schön. Immer schön. Immer schön. Jawohl, klappt alles. Genau. Immer ins Gesicht. Wow. Ja, sicher. Gut, dass man hier nicht nach hinten fällt oder so, wie bei anderen Spielen. So, also bis jetzt klappt's, wie ich das möchte. Klappt. Einwandfrei. Alles bestens, Leute. Alles. Hammer. Haha, bis runtergefallen. So ist das doch immer cremig. So, Leute. Bam. Immer schön drauf. So, klappt alles, wenn man will. Oh, Mulmel! Du hast keine Mulmel! So, wunderbar ausgewichen. Und nächster Part. Oh, Boss-Time! Bob! Bebop diesmal! Der uns ärgern will. Indem er immer uns ausweicht und dann immer was überspringt. Aber nicht mit uns, denn wir sind die Turtles. Und das war's für ihn. Naja. Da war auch wieder nur ein Abmessen angedacht. Dedede. Wunderbar. Wieder eine Stage gemeistert. Und wir kriegen fleißig Punkte. Und sind beim nächsten Part. Und wir springen hier raus. So, Leute. Raus sind wir. Und da stehen wir. Oh nein! Sie sind mit dem Auto abgehauen. Ja, toll. Wen nehmen wir diesmal? Wieder Leonardo. Genau den. Stage 3. Wir starten immer mit vollem Leben. Und jetzt reiten wir hier oder laufen auf LKWs rum. Naja, als würde es die Fahrer nicht stören, dass auf einmal solche mutierte Schildkröten gegen Fußsoldaten auf ihren LKWs kämpfen. Naja, egal. Man hinterfragt nie die Logik. Nicht wahr? Man hinterfragt sie einfach nicht. So. So. Immer drauf. Die kommt immer entgegengesprungen. Das ist ja das Schöne. Ui! Naja, die Gegnervielfalt ist hier leider nicht gegeben, aber... Das kann man verzeihen, das Spiel ist ein Gameboy-Spiel von früher. Bam. Und jetzt bewerfen die mich auch noch hier mit Röhren. Naja, sollen sie mal machen. Bam, immer drauf. Wow. Immer drauf, immer drauf. Weh. Genau so. Bam. Und diese Teile tun leider nicht weh. Tun den Gegnern leider nicht weh, nur mir. Wenn ich getrunken werde, natürlich. So, hier rüber. Oder ist hier noch was? Nee, hier war nichts. Okay, alles klar. Hier gab es auch Geheimlevel, ich erinnere mich nur nicht mehr wo. Oft ist es ja recht eindeutig, da muss man einfach nur irgendwelche Fässer kaputt machen. Oh, zwei. Welches Mal ja ist es? Erst dich und dann dich. Ja, passt auch. Cremig, cremig, mehmig. Alles kaputt. Hier war nichts. Hier auch nicht. Kann ja mal zwischendurch mal sein, dass man sich irgendwo hinducken muss. Um meine Geheimstage aufzudecken. Oh, Leute. Das läuft momentan richtig gut. Immer schön drauf. Die Gegner plätten. Dann klappt es auch mit den Nachbarn, wie man sieht. Immer schön schnell kämpfen. War hier was? Nö. Nur ein Gegner, der mich stört. Aber hier weiß ich auch noch, wer der Gegner ist. Der Endboss dieser Stage, den kenne ich auch noch, Leute. Seid unbesorgt, ich weiß, wer es ist. So, und es geht weiter. Da ist er nämlich schon, Baxter. Und er hat wieder seine komischen Kugeln. Wow, 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 wow. Nicht mit mir, Baxter. Nicht mit mir, Baxter. Oh,
Mann. Wer ist meiner Meinung und sagt, Baxter ist eine schwule Hupe? Er fällt runter. Wunderbar, klappt doch auch. Nächste Stage gemeistert. Bing, 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 bing. Klasse. Und wieder voll und wegspringen. Das ist doch jetzt Michelangelo. Naja. Das ist der See. Lasst uns sie jagen. Okay. Michelangelo sagt, wir sollen die Leute jagen. Aber wisst ihr was? Leonardo macht's wieder. Klasse, läuft doch richtig gut momentan. Wow, Fische. Fischis. Fischis. Oh, Steinchen. Kann ich kaputt machen. Warum weiche ich den denn aus? Haha. Ich hab immer Spaß dran. Man kann natürlich auf den Hölzern bleiben. Man kriegt aber dafür keine Belohnung oder so. So. Klappt auch. Oh, Fisch. Wow. Komisch. Die explodieren. Das heißt doch eigentlich, die sind Maschinen, oder? Wenn die explodieren, warum gehen die nicht im Wasser kaputt? Hm. Okay, Fische explodieren hier auch. Naja, egal. Das Thema Logik braucht man nicht ansprechen. Gut, Mulmel ausgewichen und Mini-Mulmel auch. Mini-Mulmel weicht mir schon aus. Wow, ouch. Haben wir aber nicht gewettet hier. Was ist da los? Alles schön kaputt machen. Mann, ey. Es juckt auch noch meine Nase hier. Ist doch ärgerlich. Ouch. Meine Nase juckt wieder. Wow. Wow. Ich möchte gerne mal irgendwie eine Pizza oder sowas haben. Fände ich eine coole Aktion von euch. Wenn jemand eine Pizza gäbt. Wahrscheinlich gibt es keine Pizza mehr. Bei meinem Verhalten. Oh doch. Hey. Ich möchte eine Pizza. Ich möchte eine Pizza. Ich möchte eine Pizza von euch. Ich möchte eine Pizza. Pizza. Pizza? Pizza? Moin, Pizza. Ich will Pizza haben. Keine Gegner, ich will Pizza. Pizza. Hier war, glaube ich, irgendwo mal eine Pizza, wenn man hier oben langläuft. Kriegt man eine Pizza. Ihn musste man kaputt machen, um in den nächsten Part zu kommen. Oh ja. Oh, Leute. Ich erinnere mich. Boing. Immer diese bekloppten Steinchen, die immer einem entgegenkommen. Oh ja, und die kommen auch aus dem Nichts. Aber immerhin geben sie eine Pizza. Wulmel! Ausweichen. Na. Toll. Wulmel! Wieder ausweichen. Klappt alles. Klappt alles, wenn man will, oder? Leute, klappt alles. Immer drauf. Immer drauf da. Klappt auch wieder. Wunderbar, der Mulmel ausgewichen. Mein Gott, Leute. Habe ich schon gesagt, dass ich die Gegner hier hasse? Vor allem auch hier diese Blöcke? Diese Blogger? So. Boing, boing, boing. Klappt. Wulmel! Ja, sicher. Ja, sicher. Ihr könnt noch 20 Gegner schicken. Und noch eine Mulmel! So, klappt alles. Aua! Alles kaputt machen. Jawohl. Ich hätte eine Pizza gern. Ich hätte gerne eine Pizza. Pizza. Keine Gegner. Da kommt was. Oh, doch nicht. Ich dachte, da kommt ein Gegner raus. Naja, sah auch verdächtig danach aus, Leute. Whoa! So. Whoa! Immer ausreichen. Dann klappt das. Aua. Oh oh. Kritisch Zeichen. Sobald man mit drei Punkten nur noch da ist, ist das immer ein Crit-Zeichen. Wow. Sollten wir unseren ersten Turtle verlieren? Ich hoffe es nicht. Aber wir haben ja vier. Quasi vier Leben. Und ich hoffe nur, dass es ausreicht. Jawohl, Leonardo hat wieder 5 Punkte. Oh, Leute. Wulmel! Ausgewichen. Und Fußsoldaten kaputt gemacht. Und jetzt, oh, der Shredder. Oh, Leute. Der macht auch ordentlich Schaden, wie ihr seht. Uah! Leute. Haut ihn und schnell weg. Immer hauen und schnell weg. Hauen und schnell weg. Hauen und schnell weg. Jawohl, so seht ihr das. So gefällt mir das auch. Leonardo schafft auch die Level 5. Haha, oder Level 4. Bring. Und ein Punkt mehr. Zack.
Ja, Leute, so muss das aussehen. Oh, das Technodrom. Lass uns beeilen, das ist das Technodrom. Oh ja, da habt ihr recht, Leute. Wir sollten uns beeilen. Ja, klappt doch. Wir nehmen Leonardo. Naja, wie immer. Oh ja. Technodrom, let's kick shell. Oh, die kenne ich noch. Oh, kennt ihr die auch noch? Aus der Serie? Oh, aufpassen. Aufpassen. Sonst wird man gelasert. Aufpassen. Auch mit dem Mini-Pixel aufpassen. Ja, Leute, so muss das aussehen. Immer schön Damage machen hier. Oh. Komm, spring noch einen Tacken weiter. So, Leute. Da muss man sich immer ein bisschen konzentrieren an dieser Stelle. Wow. Wow! Wow! Immer schön drauf. Ah, Leute, 19.090 Punkte bis jetzt. Das ist so eine ordentliche Quote. Ohne bis jetzt einmal kaputt zu gehen. Es läuft. Oh, klasse, Leute. So möchte ich das immer schaffen, bei jedem Spiel. Ich habe nur das Pech, dass das nicht bei jedem Spiel klappt. So. Ach, der fliegt unten lang. Ja, soll er. Bis jetzt ist ja diese Stage noch human. Au! Habe ich gerade gesagt human? Ey. So. Und du bleibst da hinten. So, oder geht kaputt. 19.450 Punkte. Pizza. Wow. Jetzt kommt der Laser von unten. Wow, drüber springen. Okay. Quatsch. Haha, das war die einfachste Methode, den zu plätten. Drüber. Und drüber. So, ja, es gibt eine Taktik gegen die. Okay, Leute. Immer ausweichen. Immer einen weiterschlagen. Und dann mit dem Sprungkick als nächstes. Hier gibt es auch, glaube ich, noch so was ganz Mieses, was auf einen zukommt. Ja, genau das. Ja, genau die. Pizza. Pizza sollte man nie vermeiden. 19.090 Punkte. Wow. Ja. Fupp. Immer ein bisschen langsam vorangehen, damit man auf die Sachen auch reagieren kann. Aber ist ja hier kein Wettbewerb, kein Geschwindigkeitswettbewerb, den ich hier mir selbst gestellt habe. Wow! Da kommt der nächste Viech. Okay, Leute. Alles bestens bis jetzt. Oh Mann. Wen erinnert nicht die Musik an die guten alten Zeiten? Wow! Da muss man komplett drüber springen. Okay. Leute, das Spiel ist kurz vorm Ende, denke ich. Ich meine, das ist der vorletzte Part vor dem letzten Boss in diesem Spiel. Da werden wir nochmal uns komplett konzentrieren müssen. Bin ich mir ziemlich sicher. Wow. Na, aua. Das musste ja nicht sein. Egal. Immer schön weiter. Immer schön druff, ruf die Puff. Immer schön druff, ruf den Puff. Pizza nehme ich immer mit. Wow. Jawohl, klappt auch. Wenn man will, immer nur schnell sein. Oh oh. Was ist das? Eine kurze Unterbrechung. Und da ist es wieder. Ich hatte eine kurze Unterbrechung wegen Screen Capturing, warum auch immer. Die ich gar nicht haben wollte. Wow. Einen kurzen Moment. Ich muss mal gucken, ob es wirklich stimmt. Okay, es kann weitergehen. Es war doch alles so, wie ich wollte. Klasse. Wäre auch jetzt ärgerlich gewesen, kurz vor Schluss so einen Absturz zu provozieren. Das muss ja nicht sein, wie ich finde. So. So. Alles, wie ich will. Ausweichen. Ausweichen, ausweichen. Nicht treffen lassen. So. Und Neo mit seinem Schwert macht hier wirklich alles zurecht. So, und wir sind beim letzten Boss, Leute. Krang. Da ist er. Oh Mann, ich erinnere mich noch. Boah, der macht Schaden. Ihr seht es. Was er für einen Schaden macht. Boah. Das wird ein enges Ding. Das wird eine ganz enge Kiste. Schaffen wir es, Krang wieder zurückzuschicken. In die Dimension X. Ja, wir haben es geschafft. Yes. Krang ist wieder in die Dimension X. Da-da-dam. Ja, klasse, Leute. Wieder was geschafft. Wieder ein paar Punkte. Ding, 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 ding. Und weg.
Tja. Wir sind hier, um April zu retten. Ja. Ihr habt mich gerettet. Danke euch, Turtles. Tja, Leute. Das hier das Technodrom. Und es buddelt sich immer tiefer. Was ist denn jetzt da los? Okay, Leute. Eigentlich nichts. Jetzt kommt der Epilog. Ja, dieses Spiel hat mir immer sehr viel Spaß gemacht, durchzuspielen. Und, tja, da steht jetzt auch hier, was wir alles gemacht haben. Wir haben die Fußsoldaten besiegt, wir haben die Mauser kaputt gehauen und das Technodrom vernichtet. Und das ist Turtle Power. Aber was ist mit Shredder und Krang? Das werden wir bestimmt noch erfahren. Sind sie etwa in Toast verwandelt worden? Oder zu einem Milchshake zusammengemixt worden? Oder in die Dimension X geflüchtet? Wer weiß. Bis wir das wissen, kann keiner von uns in Ruhe in seinen Betten schlafen. Oder in seinen Panzern. Naja, also der Humor jetzt in diesem Epilog gefällt mir auch recht gut. Tja, Leute, das war einfach nur mal wieder ein Let's Quick Play. Einfach mal wieder, um Spaß zu haben. In einem durch. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Ich hatte es auf jeden Fall. Und es geht dann demnächst wieder mit einem Let's Play des Ravenite weiter. Ganz normal, wie eh und je. Und da kommen sie nochmal, die Turtles. Wie wir sie kennen. Leonardo, Michelangelo, Raphael und Donatello stehen dort jetzt gerade vor uns. Und da kommt der Staff nochmal laufen. Ja, ist doch wunderbar alles. Und jetzt kommen die japanischen Namen. Naoki Matsui. Das Game Design, auch wieder Naoki Matsui. Hat irgendwas anderes noch gemacht. Graphic Design, Naoki Matsui. Hiroshi Makitani, Katsutomo Terada. Main Program, Hiroyuki Fukui. Sub Program, Tomonori Otsuka. Katsuo Iwasaki. Sound Design, Tomoko Nishikawa. Michiro Yamane. Special thanks to Susan, Patrick, Miss Hashioka, Miss Kitaoka. Eigentlich auch uns sollte ein Dank gebühren, weil wir das Spiel durchgespielt haben. Das Spiel ist von 1990 von Konami. Wie gesagt, also ist ein... einfach nur erstmal wieder ein Run aus Spaß gewesen. Ich hoffe, ihr schaltet wieder ein, wenn's... oh, the end. Das wissen wir ja. Okay, Krang lacht. Ob es jetzt wirklich das Ende ist, wissen wir nicht. Also, liebe Freunde der solchen Unterhaltung, schaltet wieder ein das nächste Mal, wenn es heißt... und wir haben nochmal den Topscore erreicht. Wenn es mal wieder Let's Play Chrono Trigger oder ähnliches heißt. Bis dahin sprach der Raven Knight nimmer mehr.